zu welchem Punkt denn als erstes? Ist eigentlich egal, ich will so schnell in den Nebel, wie es noch geht. Und da ist dieser Punkt und dieser hier ziemlich gleich. Denn der nächste ist dann dieser da. Im Sofall, im Zweifelsfall nach. Wir wollen nach da, rechts und damit allerseits. Und willkommen zurück bei Faster Than Light. Ein kleines Piratenschiff ruft dich. Was für ein schönes Schiff. Du gibst den Piraten einen Warnschuss vor den Bug und sie antworten. Hey, es gibt keinen Grund zur Gewalt. Es war nur ein harmloser Kommentar. Das sagen sie auf YouTube auch immer. Es war nur ein harmloser Kommentar. Oh Mann, ich wollte Schrott. Oh, laden. Planänderung? Fragezeichen? So, laden. So, Nebel, schnell zum Ausgang. Ja, wird, glaube ich, nix. Aber ich glaube, das mache ich so. Ich warte immer noch auf eine Waffe, die jetzt nicht... Ich muss eigentlich auf einen zweiten Schnittpunkt sparen. Naja, wenn der Laden halt kacke ist, dann hole ich mir halt den zweiten Schnittpunkt mit dem Schrott. Und wenn der Laden gut ist und ich dort Schrott ausgeben muss, dann haben wir halt ein Verteidigungsproblem. Ich will wissen, was der Laden hat. Ein seltsames Schiff taucht auf und auf deinem Bildschirm erscheint eine Nachricht. Dies ist ein automatisiertes Handelsschiff. Befüllen Sie es mit Treibstoff, dann erhalten Sie Drohnen. Ja, wir haben ein Hacking-System, aber wir haben gerade eigentlich noch genug Drohnenteile. Treibstoff haben wir auch eigentlich noch genug. Brauchen wir aber, glaube ich, eher als Drohnenteile. Aber Drohnenteile kosten mehr. Und umgerechnet ist das ein Gewinn, weil 3x Treibstoff kostet 9 Schrott und 3 Drohnenteile kosten in Summe 27. Was erzähle ich da? 24 Schrott. Okay. Aber leider keinen Schrott erhalten. Den Laden kann ich nicht umschippen. Mist. Dann kaufen wir da Treibstoff. Damit das dann nicht umsonst war und ich ärgere mich, weil wir dann keinen Schrott haben und die haben super Waffen. So. Das habe ich dann davon. Aber erstmal dahin kommen und hier wartet was auf uns. Ein augenscheinlich sehr gut bewaffnetes Piratenschiff nähert sich Tier. Tier? Dir. Überlassen Sie uns eins Ihrer Crewmitglieder dann. Das wird doch nichts. Das zieht bei uns nicht. Wir werden niemals ein Crewmitglied Sklaven dann überlassen. Merkt euch das gefälligst. Und ergebt euch lieber gleich, ohne uns die Hülle mit Raketen kaputt zu machen und gebt dann auch am besten gleich Maximum an Schrott. Könnten den Schwarmraketenwerfer einsetzen, aber wozu? Ja, wozu? Um weniger Hüllenschaden zu bekommen und dadurch mehr Schrott zu halten, weil Reparaturarm da nicht eingesetzt werden muss. Wie lange lädt er nochmal? 6 Sekunden? Ah, steht er hier nicht, das ist so doof. Das finde ich wirklich doof an dem Spiel. Da steht so viel drin, aber eben nicht, wie lange das Ding zum Laden braucht. Das ist so eine wichtige Information. Hätte man das Fenster noch größer machen können, auch noch reinpacken können. Ja, ich weiß. War ein Versuch wert. Ich muss schnellstens die 50 Schrott noch investieren. Oder eben so lange mit Hacking dann arbeiten, aber für den Kampf ist es jetzt erstmal nicht so wichtig, da wollen wir maximal ausweichen. Hacken muss ich jetzt auch nicht zwingen, wir kriegen das schon so hin und prallt ja eh erstmal am Superschild ab, am Zoltanschild. Wo gehe ich denn als erstes hin? Schildsystem klar und dann 5 Räume. Schön. Gucken, wie viele Balken die haben. Ich schätze mindestens 3. Jetzt kommen die alle mit 3 Balken an. Ich hoffe, der Schuss verfehlt dann und die Rakete prallt nochmal ab. Ah, okay. Wunderbar. Ah, das Ding ist schon wieder da. Ach, die Rakete ist weg. Ja, dann juckt's uns nicht. Hätte bloß einen Schuss. Oh, hallo Leute. Wir brauchen das Schildsystem gerade nicht so. Deswegen lieber die Nahkampferfahrung mitnehmen. Scoops. Kein guter Nahkämpfer, aber halt ein Engi, der kann super reparieren. Aber jetzt in diesem Sektor noch
Und Leute annehmen? Ah, wir sind auch bloß zu viert. Wir ergeben uns, nehmen sie einen unserer Sklaven als Tribut. Wenn sie uns vernichten, werden sowieso alle sterben. Ich überlege gerade. Wir könnten Adrian noch aus dem Schildsystem rausballern. Dann hätten wir unten auch in einem vakanten Eck, weil halt keine Türen. Auch noch einen super Reparierer, der nicht den Strom durcheinander bringt. Mir wäre es sowieso am liebsten, wenn wir dann so schnell wie möglich die Zoltan da rauslösen aus den Räumen. Da müssten wir aber jetzt verdammt viel Crew bekommen, denn wir müssten A, schnellstmöglich die Zoltan in wichtigen Räumen ersetzen, damit Erfahrungswerte schnellstens bei den, in Anführungszeichen, richtigen Leuten ankommen. Ja, und dann nur Zoltan im Nahkampf ist auch kacke. Ich hoffe, das nächste Zoltan-Schiff Variante B hat weniger Zoltan. Mindestens genauso viele Leute, aber ja, genau diese beiden Sachen. Was mache ich denn jetzt? Wie viel kostet ein Engi? Ich wüsste es gerade nicht, aber so oder so würde ich schon ganz gerne ihn annehmen. Ich mach's. Du gehst zum Schildsystem, du bist Sicherheitskraft. Lauf, Bursche. Tür noch stärker, aber da oben ist er noch weiter weg vom Geschehen. Wenn er mal hier runter muss, ist es ein weiterer Weg. Und von da nach hier unten, ja, etwas kürzer ist von hier nach da. Aber bei den Türen. Falls die mal vier Manches rüberschicken und die durch die Türen wollen, haben wir dann noch eine Verstärkung. Ah, den Laden will ich jetzt eigentlich nicht mitnehmen. Wir haben schon wieder keinen Schrott bekommen. Naja, holen wir uns halt Treibstoff, aber ich muss halt auch noch an das Waffensystem denken. Ja, wir holen uns Treibstoff. Du hast ein Flüchtlingsschiff gefunden, das im Weltraum treibt. Es scheint vor dem Vorstoß der Rebellen geflohen zu sein und nun ist der Treibstoff ausgegangen. Das Notsignal ist aktiv, aber du bist dir nicht sicher, ob jemand an Bord ist. Dann werden wir sie rufen und geben ihnen Raketen zum, ja, an den Bug binden und zünden. Ja, wunderbar. Scheint eine Falle zu sein, einer Schildgegner. Als du das Flüchtlingsschiff rufst, springt ein Piratenschiff ins System. Das Flüchtlingsschiff war ein Köder, aber... Oh, Raketenwerfer. Nicht schlimm. Hoffentlich bieten die uns keinen Sklaven an, bevor ich noch weich werde. Vielleicht bieten sie uns einen Zoltan an, dann werde ich Nein sagen. Ha! Oh, es ist eine Artemis, kein Leto. Das ist nicht schön. Aber Rakete erstmal weg, wieder da. Dafür ist dieser eine Schuss weg. Naja, bringt uns jetzt auch nicht viel. Hab Adrian gar nicht geheilt. Sicher ist sicher. Wobei, die können gleich teleportieren. Na, kriegen eh keine Türen durch. Sind ja einfach verstärkt. Na, Moment. Ich habe hier noch was in der Hand. Jetzt schicken die jemanden rüber. Oh, ein Fehles. Aua. Und noch die Waffen. Utsch. Schnellstmöglich. Ja, Raketenwerfer ausmachen. Jeder Schuss ist eh ein Treffer, deswegen schnellstmöglich. Ja, Adrian wird das nicht in einem Rutsch schaffen. Ah, Artemis schießt. Ja, jetzt ist er weg. So, jetzt reicht's aber mit dem Höllenschaden. Ah, der muss gleich raus. Zum Glück können wir da zwei Balken, bevor es den nächsten Höllenschaden gibt. Wir brauchen gerade eh kein Schildsystem. Deswegen raus da. Das ist ineffizient, immer nur einmal zu schießen. Lanze wieder an. Ah, ja, jeder Schuss ist gar kein Treffer mehr, aber... Mit dem Schwarmraketenwerfer ist ja eigentlich eh egal, ne? Habe ich ja vorhin erst erzählt. Unsere Erfahrung. Rakete ist noch nicht da, deswegen ist das nicht schlimm. Wir laden die Lanze auf und dann ist auch aus die Maus. Türen haben noch genug Saft.
Paket ist wieder da. Mist. Trifft auch mit 20%. Oh, er ist noch rübergegangen. Und dort gestorben. Okay. So viel Höllenschaden haben wir noch gar nicht bekommen in diesem Durchlauf. Das Piratenschiff bricht N2. Das stimmt bestimmt nicht. Und du erbeutest so viel wie möglich. 2 Raketen drunter und 21 Schrott. Und das Flüchtlingsschiff dankt dir für die Hilfe. Sie haben überlebt. Super. Als Geste des guten Willens und weil es gesehen hat, wie effektiv du das feindliche Schiff ausgeschaltet hast, bietet es dir an, was es erübrigen kann. 2 Raketen drunter und 17 Schrott. Dankeschön, ihr lieben Flüchtlinge. Ein Laden, zu wenig. Naja, ich will Treibstoff kaufen und dann reicht es sowieso nicht mehr. Bevor ich es vergesse. Puh. Ich habe die Position noch gar nicht gespeichert, fällt mir gerade ein. Genau, Adrian geht nämlich wieder rüber und schiebt den Engi beiseite. Nach dem nächsten Kampf werden wir den Schwarmraketenwerfer neben der Lanze einsetzen können, oder? Den Schnellvorlaser 1. Das ist schon unser dritter oder vierter Laden. Du entdeckst einen Knotenpunkt voller Aktivität. Ein großer Konzern hat dort einen Handelsposten eingerichtet und lässt ihn von einigen gut bewaffneten Schiffen bewachen. Scheint ein relativ sicherer Ort für einen Reparaturstopp zu sein. Klonstation Tarnung Dornsteuerung. Hat auch eine Seite 2. Und noch ein Schwarmraketenwerfer. Iona, da wäre nicht verkehrt. Gehört jetzt nicht unbedingt zu meiner Idealvorstellung, was Waffen angeht, aber der war schon gut. Das Ding ist leider ineffektiv. Ist echt übel, wenn man das Ding gleich beim ersten Kampf hat. Hatten wir ja schon. Dann frisst das Ding bei einem Einerschild das ganze Schiff auf. Aber kostet verdammt viel Strom. Und hat dann vergleichsweise relativ wenig Schüsse. Ich sag nur 2 Schnellvorlaser 2 sind da effektiver als ein Sohnteil. Beide brauchen 4-mal Strom. Und machen sogar einmal mehr Pio. Gut, wir tanken voll. Reparatur noch günstig. Da bekommen wir mehr Schrott beim nächsten Mal und ja. Ist in dem Fall relativ egal. Xemo ist jetzt zum Mensch geworden. Er hofft, dass er so an Bord kommt. Ich hätte jetzt natürlich auch einen Lloyd kaufen können, aber. Nee, ich hatte 43, ne? So oder so, nein, tanken war auf jeden Fall ein Muss. 9 ist zwar noch in Ordnung, aber hatten wir 9? Oder 8? Egal, zweistellig. Ist gut. So, was machen wir jetzt? Nehmen wir noch einen Punkt mit. Also einen auf jeden Fall. Und dann 2 wird wohl nix. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Doch. 1, ne? Egal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minus einmal war halber Sprung. Mal gucken, was uns noch in die Quere kommt. Vielleicht ein Laden? Schauen wir mal. Jetzt brauchen wir noch 26 Schrott, um den Schwarmraketenwerfer oder den Schnellvorlaser 1 zum Laufen zu bekommen und der erste Zweierschildgegner. Das einzige andere Schiff an diesem Signalpunkt ruft dich. Endlich, nach Monaten des Wartens, ist uns jemand in die Falle getappt. Nach Monaten? Autsch. Er hat zum Glück nichts zum Abfangen. What? Oh, 3 Schüsse und ein Bombenwerfer. Nicht übel. Etwas zu spät, glaube ich, oder? Nö. Etwas zu früh.
Zum Glück haben wir ein Zoltan-Schild und fangen das nach ab, was er da abgibt. Ja, Hacking ist dann nicht mehr bei der nächsten Salve, deswegen müssen wir jetzt das Schildsystem mitnehmen. Lieber müssen die zwei Systeme reparieren, als eben plus eins. Egal, ob jetzt systemlos oder systembesetzter Raum, macht bei der Lanze ja keinen Unterschied. Ah, kommt der noch an? Ich glaube nicht. Mal gucken. Das feindliche Schiff scheint abhauen zu wollen. Jetzt schon? Schisser. Oh, gerade angekommen. Oh. Ja. Der will aber abhauen. Mit dem Cockpit aus, dann uns egal. Zwei. Sie schicken dir eine Nachricht. Ihr Schiff ist überraschend gut ausgerüstet. Nehmen Sie das hier bitte an und lassen Sie uns leben. Erst abhauen wollen, dann aufgeben. Umgerechnet schon nicht verkehrt. Ich bekomme ja die Möglichkeit, viele Raketen zu verkaufen. Und ich bin mir gerade nicht so sicher, ob er vielleicht nicht noch mit einem Super-Duper-Antrieb abhaut. Wir würden erhalten 22 Schrott und 6 mal 6 sind 36, heißt 58 Schrott, das nehme ich an. Und wir haben unser Drohnenteil wieder. Okay, wir müssen noch einen Kampf warten für Schwarmraketenwerfer. Oder besser gesagt, zwei Waffen gleichzeitig. Eins, zwei, drei, vier. Liegen auf einer Linie, deswegen passt das mit 4 und dann 1, 2, 3, 4, vielleicht sogar 5, aber nicht den, wenn dann... Hä? Wenn dann den. Ach, du Kacke! Ich sehe gerade, wir können gar nicht so... Puh, gerade noch rechtzeitig mitbekommen. 1, 2, 3 ist dann Pflicht. Wir müssen zu dem Punkt, um nach unten zu kommen. Puh, Schwein gehabt, ey. Dass mir das gerade noch aufgefallen ist. Ja, wir müssen jetzt Nebel und dann zack, runter. Dann können wir bloß drei Punkte mit... Na, vier sind ja so oder so. Eins, na, halb hier. Na, geht ihr nicht anders. Nebel, bitte Kampf. Oh, ein Nullerschild. Kann aber Gedanken kontrollieren, aber noch nicht, weil Zoltan-Schild. Waffen sehe ich gerade nur eine. Kommt bestimmt noch was. Dein Weg kreuzt sich mit einem vorgerückten Aufklärer, okay, der will abhauen, der Rebellenflotte, der diesen Bereich des Nebels nach deinem Schiff absucht. Nee, will er nicht abhauen? Der ist jetzt auch nicht übermäßig mächtig bewaffnet, das ist auch komisch. Naja, will mich nicht beschweren. 4, 5, 6, 7, 8, eine Salve und der ist weg. Super. Solche Unbemannten geben aber immer relativ wenig Schrott. Mal gucken, was dieser gibt. So, Zoltan-Schild ist gleich weg. Nee, noch nicht. War keine Ionenbombe. Die macht der Achter weg. Oh, ist relativ viel, wie ich finde. Das Schiff explodiert und hinterlässt zwei Raketen, drunter und 31 Schrott. Schiff. Zack. Ah, oh, einmal Schrott fehlt. Und so könnten wir zwei Waffen haben. Wie lange lädt er nochmal? 6 Sekunden? 7 waren es. Okay, als nächstes ist das Schildsystem Pflicht zur Verbesserung. Sonst können wir uns nicht mehr so lange über so eine gute Hülle freuen. Oder wir haben Schrottmangel, weil der Reparaturarm ständig reparieren muss. So oder so springen wir erstmal hin und dann schauen wir nochmal. Was haben wir hier? Aha. Du hältst die Nachricht eines kleinen Konvois. Die Schiffe sind auf der Suche nach militärischem Nachschub und bieten dir an, im Tausch dafür deinen Reaktor zu verbessern. Definitiv nein, weil Reaktorverbesserung kostet gerade 20 Schrott und umgerechnet kostet das 16, ja, plus 12, 28, plus 6, 34 Schrott. Höflich ablehnen. Ich mehr, nicht weniger. Du entscheidest, dass ihr all euren Nachschub selbst braucht. Oh,
das geht noch. Ein Hoch auf den Nebel da oben. Ich pack nochmal den Finger aus. Ah, kein Thema. Gut, dann dahin, Notfall und raus. Aber erst in der nächsten Folge. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.